Heute wird's richtig lecker. Wir testen, was man in einem Waffeleisen alles zubereiten kann. Ich meine, klassische süße Waffeln sind lecker, aber darin lässt sich vom Omelett bis zur Pizza beinahe alles zubereiten. 7 leckere Waffeleisenideen zeige ich dir in diesem Video. Willkommen bei der Lifehackerin. Wir starten direkt mit der schnellsten Waffel. Dazu nehmen wir Blätterteig, schneiden diesen auf die passende Größe zweimal zu. Streuen Zimt und Zucker auf die eine Seite und legen das andere Teigstück obendrauf. Nun das Waffeleisen mit Öl oder Butter einfetten. Dann kommt der Teig hinein. Nach etwa 5 Minuten sind die Waffeln fertig gebacken und wir holen sie raus. Auseinanderschneiden und einfach so oder noch mit etwas Fruchtkompott, Eis oder Schlagsahne genießen. Wirklich lecker und in 5 oder sagen wir vielleicht 10 Minuten gemacht, weil man ja nicht mal einen Waffeleisenteig zubereiten muss. Also wirklich schnell. So kann es weitergehen, zum Beispiel mit Omelette. Dazu schlagen wir als erstes Eier auf. Ich nehme für unser Waffeleisen 4 Eier. Je nach Größe deines Eisens rate ich dir, die Menge anzupassen. Du wirst sehen später, ich hätte auch besser nur 3 genommen. Verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Waffeleisen wieder einfetten und dann gießen wir die Eimasse in das Waffeleisen. Nun kommen nach Belieben noch Schnittlauch, kleingeschnittene Tomaten und so weiter drauf. Deckel zu und backen, bis sie schön golden, leicht bräunlich sind. Einfach toll und wunderbar fluffig, also das schaffe ich in der Pfanne definitiv nicht so luftig. Hier habe ich noch Brot, das schon ein paar Tage alt ist. Auch das kommt nun ins Waffeleisen, denn daraus machen wir leckere Bruschette. In der Zwischenzeit schäle ich einen Knoblauch und schneide ihn klein. Dann nehme ich Tomaten und schneide die ebenfalls klein. Ein kleiner Extra-Tipp, wenig Zucker über die Tomaten geben, das intensiviert den Geschmack. Nun mit etwas Olivenöl vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig ist der Belag. Die getoasteten Brotscheiben aus dem Waffeleisen nehmen und etwas von der Masse drüber verteilen. Damit haben wir aus Altbrot etwas total Leckeres gezaubert. Mmh. Oh, lecker. Riecht für mich nach Sommer. Es gibt verschiedene Waffeleisen. Sie unterscheiden sich in der Form und vor allem der Dicke der Waffeln. Wir haben ein Eisen für belgische Waffeln. Das sind die dickeren mit den größeren Mustern. Die gibt es so rund mit 4 Waffeln oder teilweise auch eckig. Dann sind es meistens 2 Waffeln drin. Und dann gibt es auch häufig noch Waffeleisen, die dünner sind. Die einzelnen Waffeln sind so in Herzform, insgesamt aber auch rund. Und ganz wichtig ist, du kannst unsere Rezepte mit jedem beliebigen Waffeleisen zubereiten, musst sie aber allenfalls in der Menge und auch in der Backdauer anpassen. Also wenn du ein dünnes Waffeleisen hast, brauchst du ganz sicher weniger und wahrscheinlich reduziert sich auch die Backdauer. Aber auch, falls du ein typähnliches Waffeleisen wie wir hast, kann es unterschiedlich lange gehen, bis deine Waffeln fertig sind. Also am besten das erste Mal dabei stehen, von Zeit zu Zeit schauen, damit dir nichts zu dunkel wird. Das hier sind sogenannte Croffles, eine Mischung aus Croissant und Waffeln. Und so werden sie gemacht. Schneide aus Croissant-Teig oder wie ich Blätterteig lange Dreiecke und rolle sie zu Croissants.
Statt in den Backofen kommen sie nun aber ebenfalls ins Waffeleisen und werden zwischen den Eisen einfach flach gedrückt. Nun wieder, je nach Waffeleisen, ich würde sagen so 3 bis 7 Minuten backen und dann sind die Croffles auch schon fertig. Total lecker. Am besten frisch verzehren, einfach direkt so oder noch mit Marmelade. Oder du könntest sie auch noch in Schokolade tauchen oder diese darüber dressieren. Wir gehen noch einen Schritt weiter, denn das hier ist Pizzateig. Das heißt, im Waffeleisen kann man sogar eine Pizza backen. Aus dem Teig schneiden wir 2 Stücke auf die Größe des Waffeleisens. Das eine Stück legen wir direkt ins Waffeleisen, wobei dieses aktuell ausgeschaltet ist, damit uns der Boden unserer Pizza nicht verbrennt. Nun kommt Tomatensoße drauf, sowie Belag deiner Wahl. Ich habe mich hier für Kochschinken und Pizzakäse entschieden, du kannst aber auch Gemüse, Salami, Pilze und so weiter draufgeben. Wie eben bei der Pizza aus dem Ofen oder vom Grill auch. Noch Gewürze und Kräuter. Dann kommt die zweite Schicht Teig drauf. Auf der Seite leicht andrücken. Deckel zu und das Waffeleisen seine Arbeit machen lassen. Dazwischen mal schauen, wie die Pizza aussieht. Wenn sie außen so leicht braun ist, ist sie fertig gebacken. Oh, mega lecker. Genialer Fingerfood zum Beispiel für den nächsten Netflix-Abend oder so. Weil, also in unserem Fall haben wir hier immer 4 perfekte Stücke, die man sehr gut von Hand essen kann. Nächstes Mal würde ich den Teig vielleicht ein bisschen besser andrücken oder weniger Füllung nehmen. Dann würde mir das nicht passieren. Wobei, ich glaube, es ist nur halb so schlimm. Das lässt sich relativ alles gut lösen, schnell reinigen und dann kann es weitergehen. Das Waffeleisen ist bereits wieder sauber und wird schon wieder mit Butter eingeschmiert, denn ein Dessert darf nicht fehlen. Daher haben wir hier Löffelbiskuits, welche wir in Kaffee tränken und in das Waffeleisen legen. Statt Tiramisu gibt es heute also mal Waffeln daraus. Wobei, in Richtung Tiramisu geht es damit durchaus. Nach ein paar Minuten rausnehmen. Die Biskuits sehen durch die Musterung total lustig aus, oder? Ich mache nun noch eine Mascarpone-Creme. Dazu Mascarpone nach Belieben mit Sahne, Quark oder Joghurt mischen, Zucker dazugeben und allenfalls etwas Zitronensaft. Und alles schön glatt rühren. Du kannst die Creme natürlich ganz nach deinem Geschmack anpassen. Dann in eine Tüte füllen und auf die Löffel-Biskuit-Waffeln dressieren. Leckere Nascherei. Statt der Mascarpone-Creme könntest du natürlich auch eine leichtere Joghurt-Creme machen oder einfach Sahne steif schlagen und drüber dressieren oder die Waffeln einfach so essen. Über der Creme würden auch noch Beeren oder Obststücke gut dazu passen. Also diese Waffeln aus Löffelbiskuit sind auf jeden Fall total einfach und total lecker. Übrigens, hast du gewusst, mit dem Waffeleisen kannst du auch ganz einfach Popcorn zubereiten. Waffeleisen mit Öl oder Butter einstreichen, Mais ins Waffeleisen geben, zumachen und warten. Du kannst es sogar ploppen hören.
es funktioniert, auch wenn jetzt nicht alle Maiskörner geploppt sind. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß, wie alle anderen Dinge auch, die wir heute ausprobiert haben. Ich bin jedenfalls total begeistert. Du auch? Dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. So wie mit dem Waffeleisen kann man übrigens auch ganz viele Sachen mit einem Sandwichmaker zubereiten. Dazu haben wir schon mehrere Videos gemacht. Eines davon findest du hier. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann. Tschüss.